Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, und zwar habe ich eine kleine Info für euch, und zwar für diejenigen, die gerne am PC modden. Und zwar ist ja ein riesen Hype momentan ausgebrochen um GTA 5. Und zwar hat Take-Two ja eine Unterlassungsklage eingereicht gegen Open4. Das heißt, das Modden ist ja illegal geworden. Seit dem 5. Juni 2017 ist das Modden offiziell illegal. So. Und das hat natürlich zahlreiche Rückschläge erlitten. Vor allem bei den, beziehungsweise bei denjenigen, die die Mods machen. Oder für diejenigen, die halt, ja, dafür sorgen, dass wir es modden können. Und zwar ist es ja so, dass auf YouTube ja ein riesen Hype momentan rumgeht. Rest in Peace Mods und nie wieder modden und es geht nicht, funktioniert nicht. Aber ich habe für euch eine Möglichkeit gefunden, nach 8 Tagen verzweifelter Suche, habe ich eine Möglichkeit. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie ihr weiterhin modden könnt und auch in Zukunft weiterhin im Story-Modus modden könnt und mit Mods spielen könnt. Aber zuerst kommen wir zu der wichtigsten Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass wir für die Mods, um überhaupt mit Mods spielen zu können, den Script-Hook 5 brauchen. Weil ohne den Script-Hook 5 können wir ja überhaupt nichts mit Mods anfangen. Wir können keine Mods starten, nichts. Ohne diesen Script-Hook 5 funktioniert halt gar nichts. Ihr wisst alle, was ich damit meine. So, und jedes Mal, wenn GTA ein Update bekommen hat, musste auch der Script-Hook aktualisiert werden. Ist das nicht der Fall gewesen, hat man eine Fehlermeldung bekommen, dass der Script-Hook aktualisiert werden muss. So, und jetzt haben wir ja das Gunrunning DLC gekriegt, also nach der Patch 1.4.0. Also haben natürlich alle darauf gewartet, bis sich der Script-Hook 5 aktualisiert. Das tat er aber nicht, weil das Modden ja illegal ist. Und der Script-Hook 5 wurde oder wird nicht mehr aktualisiert hier. Das heißt im Umkehrschluss, Modden ist ab sofort Geschichte? Fragezeichen. Nein, ist es nicht. Nur weil Alexander Blade, das ist derjenige, der diesen Script-Hook macht, das ist, nur weil er das nicht mehr aktualisiert, heißt das nicht, dass wir keinen anderen Script-Hook haben. Und zwar habe ich das durch Zufall gefunden. Ihr kennt doch mit Sicherheit alle das Mod-Menü. So. Und zwar ist es so, dass der Macher von diesem Mod-Menü einen Script-Hook rausgehauen hat, was es möglich ist, beziehungsweise wo es möglich ist, wieder in GTA nach der aktuellen Version 1.4.0 unbeschadet und unbeschwert zu modden, sodass ihr diese Fehlermeldung nicht kriegt. Und zwar müsst ihr euch das Mod-Menü, Menü Singleplayer Trainer Mod runterladen. In diesem Mod-Menü ist ein Ordner, aber das Ganze zeige ich euch jetzt, brauche ich gar nicht runterladen, das habe ich doch schon. Und zwar hier. Und zwar war es ja so, dass es immer nur das Mod-Menü drin war und die ASI-Datei. Aber jetzt ist hier auch der Script-Hook mit drin. Dieser Script-Hook, der in diesem Mod-Menü enthalten ist, diese INI-Datei und die DEL-Datei. Die müsst ihr auf jeden Fall ins Hauptverzeichnis mit einfügen. Und zwar müsst ihr wo haben wir es denn? Genau. Und zwar müsst ihr den Ordner hier, den Script-Hook INI-Datei, den Script-Hook DEL-Datei, die ASI-Datei und die DINPUT 8 DEL-Datei. Diese 5 Dateien müsst ihr in euer Hauptverzeichnis von GTA 5 einfügen und dann könnt ihr auch GTA wieder ganz normal starten. Wie gesagt, das Ganze ist nach der aktuellen Version 1.4.0, nach dem Gunrunning DLC. Und wenn ihr jetzt GTA startet mit diesen neuen Datei aus dem Mod-Menü, kriegt ihr keine Fehlermeldung mehr von dem Script-Hook. Das wird auch wahrscheinlich in Zukunft so sein, ich bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. So. Und jetzt ist noch ganz wichtig zu beachten, macht euch auf jeden Fall von eurem Mods-Ordner ein Backup. Das heißt,
fügt erst alle Mods ein, die ihr haben wollt. Die Mods, mit denen ihr spielt, Grafikmods, Autos, Skripte, alles was ihr haben wollt. Macht euer Verzeichnis komplett fertig und macht euch dann auf jeden Fall ein Mod-Backup. Das heißt, geht in euer GTA 5 Hauptverzeichnis, wenn ihr mit allem fertig seid, kopiert das alles und packt das in ein Mod-Backup rein. Und diesen Ordner versteckt ihr dann oder packt ihr euch irgendwo auf einem externen Festplatte, auf einem großen USB-Stick oder auf einer anderen Festplatte oder. Und ihr fragt euch mit Sicherheit jetzt, warum das denn unbedingt? Und zwar ist es so, da das Modden ja illegal ist, kann es gut sein, das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass Rockstar Games mit dem nächsten Hotfix, also dem nächsten Update-Patch, auf jeden Fall was ändern wird. Das heißt, es kann sein, dass Rockstar mit dem nächsten Update es so macht, dass die Mods, die in dem Hauptverzeichnis sind, nicht mehr synchronisiert werden können oder nicht mehr gelesen werden können, dass sie das Hauptverzeichnis so ändern, dass diese Mods nicht mehr gelesen werden können mit dem nächsten Update. Deswegen macht euch unbedingt ein Backup, Freunde, wenn ihr weiterhin in der Zukunft auch mit Mods spielen könnt. So, und in diesem Mod-Menü sind auch die aktuellen Fahrzeuge vorhanden, also alle, die es gibt nach dem Gunrunning-DLC, die sind alle mit vorhanden. Und wie gesagt, macht euch auf jeden Fall dieses Update, weil es kann immer sein, dass Rockstar Games die Ordnerstruktur so ändert, dass die Mods irgendwann nicht mehr gelesen werden können. Wenn das der Fall sein sollte und ihr könnt die Mods nicht mehr öffnen, dann könnt ihr halt das Originalverzeichnis löschen und euer Backup-Mods-Ordner wieder einfügen. Dann müsst ihr halt nur euren PC oder Laptop vom Internet trennen, Internetkabel ziehen oder WLAN ausmachen und dann GTA starten, so dass ihr gar nicht mehr die Möglichkeit habt, nach Updates zu suchen. Und dann könnt ihr auch weiterhin auch in Zukunft mit Mods spielen, meine Freunde. Auf jeden Fall so viel dazu, weil wie gesagt, auf YouTube ist momentan ein Riesenhype, dass man nicht mehr modden kann. Viele haben Probleme reinzukommen, können ihre Mods mal öffnen, kriegen Fehlermeldungen. Und wie gesagt, ich habe es nur durch Zufall gefunden, dass eine neue Scripthook-Version in diesem Menü-Mod-Menü enthalten ist. Das habe ich nur durch Zufall gesehen und habe mir gedacht, da haust du direkt ein Video raus. Und gut, meine Freunde, wenn ich weitere Informationen irgendwann habe, dann lasse ich euch das natürlich auch wissen, was die Mods angeht. Ansonsten war es das erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr diesem Video ja einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten, ist ja euch überlassen. Ansonsten bin ich mit diesem Video erstmal raus. Also bleibt gesund, meine Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.